was machen Sie denn? Heute gibt es den ersten Teil meiner Tool-Guides. Ich wollte das ja schon länger mal machen, einfach mal so durchgehen, grob in Photoshop, was diese ganzen verschiedenen Tools können. Eine Sache dabei ist mir halt aufgefallen, das ist doch ein bisschen größeres Thema, wie ich gedacht habe am Anfang, dass ich halt mich dazu entschieden habe, dass ich jetzt halt ein großes Video sage, okay, ich teile das in vier Kategorien auf. Dann haben wir die Navigation, worum es auch heute gehen wird. Dann haben wir einmal Selektieren an sich, dann halt Retusche- und Malwerkzeuge und zum Schluss kommen Vektoren. Ich werde dann auch noch mal kurz zu jedem Thema ein bisschen was erklären. Ja. Dann wollen wir mal anfangen. Zum einen, ich habe es auch endlich geschafft, mir die deutsche Version von Photoshop problemlos zu holen, weil früher war das immer so, in Adobe, man musste die englische Version deinstallieren, die deutsche installieren, damit man halt auch die deutsche Version auf dem Computer hat. Lässt sich zum Glück jetzt endlich auch problemlos so machen, dass man dann halt auch wechseln kann. Ich muss das Programm nur schließen und neu öffnen, dann habe ich die halt in Deutsch oder in Englisch, je nachdem, wie es braucht. Das ist super, hat da vorher noch nicht so einwandfrei funktioniert seit neuestem anscheinend recht gut. Deswegen heute auch mal deutsche Benutzeroberfläche. Generell sind wir beim Thema Benutzeroberfläche. Ich werde euch kurz zeigen, wie ihr einfach das, was hier rundherum ist, einfach bearbeiten könnt, was da jetzt so ein paar nützliche Sachen sind. Ich werde euch nicht alles im Einzelnen zeigen, weil das ist viel zu viel. Ich zeige euch ein paar Sachen, die ich persönlich finde, die sind nützlich. Einige Sachen, die ich finde, die sind nicht so nützlich, aber sag, okay, vielleicht braucht hier doch jemand, weil jeder arbeitet ja ein bisschen anders da. Jeder hat seinen eigenen Workflow und viele Sachen sind auch so angelegt, dass man auf viele Wege dieses erreichen kann. Wie gesagt, dann wollen wir mal anfangen. Fangen wir einfach mit dem Anfang an, mit dem, was man im Offline sieht, einfach unsere Oberfläche. Die lässt sich problemlos auseinandernehmen. Ja, okay, mach beides auseinander. Wie gesagt, man kann hier alle einzelnen Teile, wie man denn lustig ist, auseinanderplöppen und zusammenstecken, wie man es denn braucht. Das alles lässt sich hier zerpflücken und zusammensetzen. Sag, okay, ich will das nicht da haben, ich will das jetzt da haben. Kann man machen. Man kann sagen, okay, bleib da. Wieder weg. Okay. Oder sag halt, okay, ich möchte das halt nirgendwo dran haben. Ich möchte, dass das hier frei im Raum schwebt. Oder ich möchte es auf dem zweiten Bildschirm haben. Kein Problem. Ja, einfach weg. Zack, daran. Kollege? Nein, nicht du. Ich will nur den einen haben. Ich möchte das da haben. Und du kommst darüber. So. Das ist jetzt mein Workspace. Den benutze ich selber. Das sieht halt mein Workspace aus. Ich habe da jetzt großartig nichts getan. Ich habe mir meine Bibliothek hier reingeholt, wenn ich jetzt halt, wo ich mir halt einfach verschiedene Farbschemen gespeichert habe. Wenn ihr wollt, wie ich euch sowas zeige, halt mit der Bibliothek arbeiten, mit Farbschemen, wie ich mir die abspeichere etc., schreibt mir das in die Kommentare, schreibt mich an, wenn ihr das wissen wollt. Wenn nicht, lasse ich das einfach mal, weil es jetzt finde ich jetzt nicht so wichtig, dass man das unbedingt zeigen möchte. Vielleicht irre ich mich da und viele Leute finden es interessant. Kein Problem, lässt sich auch dann ein Tutorial dazu machen. So. Wie gesagt, alles hier veränderbar. Lässt sich auch alles auf dem zweiten Bildschirm machen. Sache ist hier, ihr habt hier bei dem Canvas, also eure Arbeitsfläche, ihr habt hier auch mehrere. Zeige ich euch gleich am Anfang. Erstellen wir uns auch ein neues. Ihr könnt diese Dinger ja auch auseinanderplöppen. Zack, habt ihr ein zweites. Kann ganz praktisch sein, ihr könnt das auf einen zweiten Bildschirm packen. Sagen, okay, da haue ich jetzt Farbschemen, Referenzen, irgendwas drauf, was ich jetzt halt nicht direkt hier auf meinem Canvas haben will, weil mir das so unübersichtlich ist oder so. Ich sage, okay, ich mache mir jetzt einfach mal ein paar Farben drauf. Ich nehme ein bisschen lila. Mach mal ein Pinsel mal größer. War ein bisschen lila. Okay, dann brauche ich, möchte das Blau da irgendwie noch mit reinwursteln und ich nehme hier, ja, warum nicht, wunderschönes Grün. Ich möchte die jetzt nicht hier auf meinem Canvas haben, ich hau die nie an die Seite und arbeite dann hier und kann dann immer wieder auf das hier zurückgreifen. Oder ich mache mir da ein Bild rein. Funktioniert auch ganz problemlos. Ja, machen wir mal ein paar Bilder. Nehmen wir mal Vögelchen rein. Warum auch nicht? Zack. Bild drinne als Referenz, weil das Bild mir gefällt, das brauche ich. Ich will Vögel zeichnen, dann haue ich mir Bilder von Vögeln dahin.
oder mir gefällt das Farbschema, dass ich mir das abgucken kann, dass ich das übernehmen kann, ohne dass mir das hier irgendwo im Weg ist, weil das kann ich ja dann überall hin tun, auch im zweiten Bildschirm, falls es mich ja stören würde. So. Weg damit, brauchen wir jetzt nicht mehr. Gehen wir hier unsere erste Leiste mal durch. Das meiste ist halt selbsterklärend. Datei ist halt, ja, speichern, exportieren etc. pp. Bedarf jetzt keiner weiteren Aufklärung, auch bei Bearbeiten. Wird es halt später ein bisschen spannender. Das Bild an sich haben wir in Formatierung schon bearbeitet. Ebenen ist auch das hier. Könnt ihr genauso hier einfügen, je nachdem, wer wie arbeitet. Der findet die auch hier. Schriften jetzt, ja, Schriften halt. Auswahl kommt dann im Selektieren mehr drin vor. Das ist jetzt spannend für uns, dass ich jetzt mit hier reinpacke in halt Navigation. Weil da öffnet sich ein zweites Fenster, sagt, das passt doch am ehesten hier rein. Dazu brauchen wir aber erstmal ein Bild. Ich habe mir ein paar Bilder herausgesucht für dieses Tutorial. Habe ich von der Seite Pexels. Die bieten freie Stock-Footage an. Ich werde die Seite in der Beschreibung verlinken. Auf der Seite direkt könnt ihr bei dem Bild, das euch interessiert, auch unter Informationen sehen. Ist das Bild frei und ist dann mit oder ohne Namenssendung? Da steht alles da. Ihr braucht nur nachlesen. Eigentlich ganz praktisch. Nehmen wir erstmal unseren netten Herrn an der Küste. Ich nehme an, er ist ein Herr. Ein netter Mensch an der Küste. Gehen wir auf den Filter. Gesagt. Ich werde jetzt nur zeigen, anhand eines Filters zeigen, wie grob die Filter funktionieren. Jeder Filter tut was anderes. Bis mit ihr dann alle durch sind, ist auch schon ja, lange Zeit vergangen. Deswegen, ich zeige euch, wie ein Filter funktioniert. Die anderen, probiert die einfach selber aus. Generell finde ich, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was der Filter an sich jetzt tut oder generell was überhaupt tut, probiert die Sachen einfach aus. Habt Spaß damit. Macht irgendwas Lustiges damit. Da bekommt ihr ein Gefühl, weil sowas funktioniert. Ihr habt nicht viel davon, wenn ihr seht, aha, die verschiebt den Schieber jetzt auf die 80 und den Schieber auf die 20 und dann kommt das bei raus. Das funktioniert nicht bei jedem Bild. Das funktioniert für jedes Bild anders. Man muss ein Gefühl für kriegen und deswegen habt einfach Spaß mit dem Zeug, was es tut. Oder wir gehen hier unter Stilisierung, die sind auch mal ganz cool. Wir nehmen Ölfarbe. Ich glaube, das kommt gerade unten. Ja, unten kommt das doch richtig gut. Sagt, wenn ihr einen Filter aussucht, plöppt ein zweites Fenster auf, indem ihr alles Mögliche einstellen könnt. Meistens ist eine Vorschau auf dem Bild direkt. Es kann sein, wenn euer PC nicht so die Leistung hat und halt sehr viel Zeit braucht zum Bearbeiten. Wenn ihr auch nur einen Schieber verstellt, ihr könnt die Vorschau ausschalten, dann habt ihr das nur hier in klein. So halt, falls euer PC sagt, ja, heute habe ich keine Lust, ich rödel mich hier einen ab. Sagt und einfach ein bisschen anpassen. Sagt einfach ein paar Sachen hin und her schieben, mal den Winkel. Okay, das bringt jetzt bei dem Bild jetzt nicht so modsmäßig was. Hier unten sieht das schon genial aus, wieso wirklich. Ja. Sehr faszinierend. Na, da so ein bisschen. Sagt einfach mal ausprobieren. Okay. Wir haben einen Filter. Das Schöne halt auch an Photoshop. Alles, was ihr hier mit Filtern etc. macht, ihr könnt später auf die Filter direkt nochmal zugreifen. Halt einblenden, ausblenden, Doppelklick drauf und ihr habt wieder euer Fenster und könnt sagen, okay, nee, war jetzt doch nicht so zufrieden, ich möchte, dass das mehr so aussieht, okay, und ihr seid wieder hier unten. Sagt ich, und wenn ihr dann auch sagt, ihr kriegt ja direkt hier auch eine Maske mit dazu, wenn ihr sagt, okay, hier unten, das will ich so behalten, das hier nicht so, könnt ihr halt einfach das, was euch nicht gefällt, sagen, nee, das maskiere ich aus. Ist halt Feinarbeit. Obwohl, könnte auch ganz fancy aussehen. Ich will mal was ausprobieren. Doch pinseln am besten. Nee. Ich will mal was ausprobieren. Ja, ich habe jetzt auch mal die Maus und nicht mein Tablet wieder Steuerung ein bisschen anders. Große. Und hier. Zum Übergang. Das sieht doch auch ganz lustig aus. Nach hinten wird es normal, hier vorne ist dieser Pinseleffekt. So. Kann man schöner machen, aber funktioniert ja.
für den Anfang ganz okay. So, was man auch machen kann, was unter Filter kommt, ist einer meiner Lieblingstools. Ist halt ausgelegt für Gesichter. Daher holen wir uns ein Gesicht, holen wir uns hier diese nette Dame von derselben Seite. Zack. Ist auch unter Filter, nicht Fenster. Haben wir verflüssigen. Dann öffnet sich auch ein zweites Fenster. Das ist ursprünglich dazu ausgelegt, um halt, ja, wie ihr seht, es ist auch schon direkt hier, Gesichtswerkzeuge, um halt, hallo, Gesichter direkt zu bearbeiten. Wie gesagt, ihr Photoshop funktioniert da selbstständig super gut und passt das alles schön an. Wie gesagt, ihr könnt das mit den Hebelchen verstellen, ihr habt ja auch verschiedene Schieber. Hallo, würdest du bitte den Schieber nehmen? Dankeschön. Damit lassen sich halt super Bilder oder gerade Gesichter halt noch ein bisschen verschönern, vielleicht für die Mädels ganz schön. Man gibt halt aber auch andere Werkzeuge, die halt auch auf anderen Bildern funktionieren. Wir bleiben jetzt einfach bei dem Gesicht, fangen oben an, fangen wir einfach an mit Verschieben. Hier diese beiden Pinsel sind halt einfach zur Verbesserung oder zur Korrektur da, wenn man sich hier vertan hat. Einfach direkt zurücksetzen oder halt ein Begradigen, ein leichteres Zurücksetzen. Dann gibt's hier auch noch einen Sprudel, der dreht halt einfach. Wir können hier etwas verkleinern. Wir können aber irgendwas vergrößern. Und hier, das verschiebt die Sachen ganz merkwürdig, so. Und tada, wir haben ein wunderschönes Alien. So, damit kann man jede Menge Spaß haben. Gerade diese Geschichte hier funktioniert bei vielen Bildern. Man kann da viel Humbug betreiben. Man kann richtig viel Spaß mit haben. Und hier auch Vorschau an und auf, vorher, nachher. Man kann richtig viel Spaß haben. Wir machen mal abbrechen. Wir wollen sie so behalten. Falls ihr auf OK drückt, übernimmt er das, was ihr macht, direkt auf euer Canvas. Weil sowas ist halt immer ganz praktisch. Wenn ihr das Bild habt, das ihr bearbeitet, macht euch das zweimal, nur so zur Absicherung, falls ihr dann mittendrin merkt, ja kacke, das gefällt mir jetzt doch nicht, was ich da gemacht habe, das müsste doch ein bisschen anders da sein, habt ihr halt das Bild nochmal da. Falls ihr das auch vorher schon ein bisschen bearbeitet habt, so Farbschema oder so weiter, irgendwas angepasst habt, sagt, okay, speichert euch das nochmal ab. Das braucht euch keine Mods Performance, wenn ihr hier das Ding zweimal drin habt, so einfach nur, um sicher zu gehen, okay, ich verkacke das jetzt. Und das gefällt mir dann doch nicht, weil ich einen anderen Hintergrund habe und das passt nicht so zusammen. Dann habt ihr das zur Sicherheit nochmal, okay, jetzt weiß ich aber besser, was ich jetzt ändern könnte, weil das erst halt ja nicht funktioniert. Lernt aus Fehlern. Aus Fehlern lernt man immer. Und man sieht es halt an meistens, da immer nur die Ebene direkt, die ausgewählt wird, bearbeitet wird und der Hintergrund dann nicht passt, merkt man das halt meistens ein bisschen später und dann ist halt schon passiert. Deswegen haut euch das zweimal rein zur Sicherheit. Und falls ihr dann fertig seid, könnt ihr das Doppelte halt einfach löschen. Aber als Sicherheit, nicht speichern. Aber als Sicherheit empfehle ich immer, wenn ihr irgendwas gerade drüber setzt, gerade diese Dinger sind, gerade wenn ihr irgendwas macht, was ihr halt nicht über Filter, Masken etc. macht, wo ihr auch nicht später darauf zugreifen könnt, nutzt einfach zwei Bilder, habt einfach ein Backup, falls das erste nicht so funktioniert. Falls ihr das jetzt halt direkt auf das Bild macht, was ihr habt, könnt ihr das Bild halt nochmal reinfügen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn ihr sagt, okay, ich habe hier schon ein bisschen was gearbeitet, ich habe hier schon Farben angepasst etc. und was weiß ich und habe jetzt das nicht auf Layern oder sonst was. Und dann ändert ihr irgendwas, was euch nicht gefällt und dann ist ihr, guck, muss ich das andere nochmal machen. So, better safe than sorry. So, das war's jetzt zum Thema Filter. Und da ist jetzt auch nichts so, wie gesagt, das meiste einfach selber mal ausprobieren. 3D ist jetzt auch nicht so das Thema. Und an sich sind halt jetzt auch mehr Sachen, die halt für uns jetzt unspannend sind. Bei Fenster wird es spannender. Diese ganzen einzelnen Tools, die wir haben, findet ihr halt auch nochmal hier. Die könnt ihr ein- und ausfügen, wie ihr wollt. Habt ihr die halt an der Leiste. Da müsst ihr halt einfach mal gucken, was ist für euch spannend, was nicht, weil ich kann ja euch nicht sagen, was ich nutze. Also ich kann sagen, was ich persönlich nutze. Das ist nämlich das, was hier an der Seite ist. Ich habe hier Eigenschaften, Korrekturen, ja, die Zeichnen für Text. Dann halt meine Pinsel, einfach nur die Basic Settings und ich habe halt auch meistens immer noch das Protokoll hier drin, dass ich dann halt
Noch hier, ich habe mein Fahrfeld, die Bibliothek, aber wie gesagt, das passt euch an, wie ihr das wollt. Klickt einfach mal durch, guckt, was ihr braucht und was nicht. Was ich jetzt noch wichtig finde, ist halt der Arbeitsbereich, einfach das rundherum, das UI. Wenn ihr das hier alles irgendwie verhunzt und sagt, ja, ich habe hier so viel Mist gebaut, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo was ist, ich habe jetzt so viel gemacht, ich habe das auch keine Lust, das alles selbstständig wieder zurückzumachen, sag okay, ich mache auf Zurücksetzen, dann ist es einfach das, womit ihr angefangen habt, das Standardeinstellung von Photoshop. Sagt, okay, das, was ich mir jetzt hier zusammengedrückt habe, das finde ich richtig gut, das will ich behalten. Geht ihr auch unter Arbeitsbereich, dann könnt ihr natürlich auch speichern. Arbeitsbereich, neuer Arbeitsbereich, da könnt ihr euch den Namen geben und der ist dann halt auch hier mit drinne. Es gibt halt auch so Standarddinger, die von Photoshop eingestellt wird. Jeder so, wie er will. Was ich auch noch ganz praktisch, ja, was es auch noch gibt, einfach um die Ansicht direkt. Man kann hier sagen, okay, ich will hier meinen Arbeitsbereich, ja, Vollbild mit Menüleiste. Man kann auch nur Vollbild machen. Ich frage mich meistens, warum, wieso, weshalb. Höchstens zum Screenshot machen oder so, aber da kann man es ja auch rausspeichern. Er existiert, man kann ihn nutzen. Ist halt, ja, Vollbildmodus. Ist halt nichts mehr da. Man kann raus mit Escape. Existiert, ich weiß nicht wozu. Wer will, kann nutzen. So, es gibt ein paar Tools, die möchte ich auch noch unter dem Begriff Navigation zeigen, weil man navigiert sich damit ja so ein bisschen durch das Canvas und ich weiß auch nicht, wo ich die anders reinpacken soll. Also machen wir unsere vorigen Bilder einfach mal weg. Ja, ich bin mir sicher, ich will die löschen. Ich brauche dazu als Beispiel einfach zwei Quadrate, nehmen wir mal. Oder wir nehmen ein Quadrat und einen Kreis. Den machen wir gelb. Ich habe gelb ausgewählt. Wieso machst du den nicht gelb? Der Computer verarscht mich. Mach ich so halt gelb. Da. Ich habe einen. Ist okay. Nee, ich will den nicht kopieren. Jetzt will ich okay drücken sollen. So. Okay, wir haben zwei Symbole. Wir haben zwei Sachen auf zwei Ebenen. Das hier ist, ja, Verschiebewerkzeug. Auch wenn ihr drüber hovert, kommt meistens eine Kurzerklärung von Photoshop. Ja, wie der Name schon sagt, es verschiebt Sachen. Ich habe hier die automatische Auswahl aus. Es verschiebt also nur Sachen, auf deren Ebene ich bin. Ich kann jetzt nur hier meine Ellipse. An mein Viereck komme ich so nicht ran. Ich muss erst die Ebene wechseln. Zack, jetzt habe ich das. Wenn ich die automatische Auswahl anhabe, ja, tut es das, was es sagt. Es automatisch auswählen, was ich dann nutzen möchte. Kann von Vorteil sein, kann von Nachteil sein, je nachdem, wie ihr arbeitet. Ich finde es immer ein bisschen störend, gerade wenn ich eine große Szene habe. Klick irgendwo drauf und verschiebe was anderes. Was ich auch ganz praktisch finde, ist einfach die Transformationswerkzeuge. Die habe ich meistens immer an. Ah, damit ich sehe, was für ein Ding ich mir ausgewählt habe und halt, dass ich auch gleich da rankomme. Falls ihr die aushabt und sagt, ja, wie kann ich das Ding jetzt größer, kleiner etc. mit Steuerung T kommen die automatisch wieder dazu. Und diese Leiste ist angepasst an das Werkzeug oder die Aktion, die ihr gerade ausführt und ist spezifisch immer für das, was ihr gerade tut. Wenn ihr irgendwas gemacht habt, könnt ihr sagen, ja, okay. Oder nee, doch nicht so geil und ich probiere nochmal neu. Dann wird das zurückgesetzt. Für die Aktion, die ihr gerade gemacht habt. Also immer bestätigen und es ist da, wo es ist. So, mache ich die wieder an. Das alles hier kommt dann in späteren Tutorials dran. Was ich noch interessant finde für dieses Tutorial, ist halt einfach mal die Hand, das Bewegungstool. So, fangen wir mit der Lupe an. Lupe kennt jeder. Einmal drücken, links, rechts mit der Maus bewegen und ihr könnt zoomen. Funktioniert auch über einen Shortcut. Einfach Alt drücken und ihr könnt mit dem Mausrad hoch, runter. Mit dem Tool kann man so umgehen. So, das nächste ist halt die Hand. Bewegungstool. Wenn ihr das komplette Canvas habt, tut ihr einfach gar nichts. Wenn ihr rangezoomt habt, könnt ihr damit einfach hier durch die Gegend scrollen, ohne dass ihr Angst habt, irgendwas zu verschieben. Falls ihr irgendein Werkzeug benutzt gerade, ihr könnt auch die Leertaste drücken. Dann ist eure Hand auch da. Und das nächste ist einmal hier Rotation. Dazu gehe ich nochmal raus. Ihr könnt das Canvas rotieren. Praktisch für die Leute, die an einem Tablet arbeiten, können so halt einfach anpassen, wie sie zeichnen.
Ihr könnt das dann halt hier einfach auf 0 zurücksetzen oder automatisch an sich zurücksetzen. Es ist dann halt wieder auf 0. Es gibt noch ein Tool, das möchte ich euch nicht verschweigen. Ich persönlich nutze es nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht großartig wofür. Ich öffne immer zwei Fenster. Aber ihr könnt diese Doppelfenster auch erfüllen, indem ihr halt hier oben die Zeichenfläche, indem ihr das Zeichenflächenwerkzeug euch auswählt. Dann könnt ihr eine zweite Zeichenfläche machen. Okay, er löscht auch die erste. Also das normale, zack, wieder da. Diese Zeichenflächen haben ihre eigenen Ebenen. Ich sag mal, ich öffne immer ein zweites Fenster, aber es gibt ja viele Wege von nach oben. Machen wir dich ein bisschen größer. Und halt, wie ihr seht, die Flächen haben ihre eigenen Ebenen. Ihr könnt das hier reinpacken und zack, ist es in der Ebene von dieser Fläche. Der Sinn hinter diesen Flächen erschließt sich mir persönlich jetzt nicht so, aber ich möchte sie euch gezeigt haben, weil sie existieren. Jeder arbeitet halt, wie gesagt, anders da. Könnt ihr ja mal zählen, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Jeder arbeitet anders. So, okay. Zeichenflächen sind verschiedene da, existieren. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Aber sie sind halt immer da. Nein, ich möchte nicht speichern. Das ist auch so eigentlich eine gute Angewohnheit. Ich speichere ständig. Aber ich will jetzt dieses Meisterwerk an Kunst nicht unbedingt speichern. Da, ich habe einen Hund gemacht. Voll minimalistisch. 1000 Euro wert. Kann er ausstellen irgendwo. So, egal jetzt. Etwas abgeschweift mit den Gedanken. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Und falls ihr andere Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare ruhig oder schreibt mich privat an. Über Facebook oder sonst was. Ich habe ja alles unten verlinkt. Also, ihr könnt mich finden, wenn ihr mich sucht. Ihr müsst auch nicht wirklich suchen. Ihr müsst aber nur in die Beschreibung gucken. So, und dann danke für euer Interesse und einen schönen Tag noch.